Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es das versprochene Q&A. Am 23. Dezember, also genau einen Tag vor Weihnachten, habe ich euch ja ein Q&A-Video angekündigt und ihr solltet mir daraufhin Kommentare bzw. Fragen schreiben. Und heute werde ich mich euren geballten Fragen stellen. Die Fragen konnten auf Instagram, Facebook und YouTube gestellt werden. Klarerweise sind auf YouTube die meisten Fragen angelaufen. Allerdings werde ich, um das Ganze etwas abwechslungsreicher zu gestalten, auf Facebook starten, da waren die wenigsten Fragen, dann auf Instagram und dann zum Schluss kommen wir auf YouTube. Es sind ohne Ende Fragen gekommen und ich schätze mal, dieses Video wird sicher eine Dreiviertelstunde dauern, also ich glaube, wir werden das erste Q&A längentechnisch leicht übertreffen. Trotzdem werde ich versuchen, mich möglichst präzise, möglichst kurz zu halten, um das Ganze nicht so unnötig in die Länge zu ziehen, aber schauen wir mal, wie wir vorankommen. Gut, wir starten wie gesagt mit Facebook und auf Facebook hat es sage und schreibe eine Frage geschafft, nämlich Paul Rech fragt, was ist dein bestes Album 2018? Okay, also das ist eine verdammt schwere Frage, weil dieses Jahr ist einfach so unendlich viel passiert. Es gab Releases ohne Ende, es gab also wirklich mehr Boxen oder mehr Alben, als ich zählen konnte. Und ich tue mir immer schwer, das auf ein einziges Release irgendwie einzudampfen, mich wirklich auf eins zu beschränken. Aber ich glaube, wenn ich es wirklich an einem einzigen Release festmachen müsste, dann wäre das wahrscheinlich doch mal wieder, oder was heißt mal wieder, erwartungsgemäß Kollega. Wobei man sagen muss, dass ich jetzt Monument mit Hood Tape 3 als ein Release bezeichnen würde. Also das ist für mich dann so mehr oder weniger ein Doppelalbum. Nur Monument hätte es vielleicht nicht geschafft, aber wenn wir jetzt Monument und Hood Tape 3 zusammennehmen, dann schon. Also dann auf jeden Fall Kollega Monument. Gut, dann, nachdem Facebook ja wie gesagt relativ tot ist, den Eindruck habe ich ja schon länger, aber trotzdem bin ich noch auf Facebook aktiv und werde auch weiterhin dort Beiträge veröffentlichen. Kommen wir zu Instagram. So, bei Instagram geht's weiter. Und zwar hat Kevin AJ, ich hoffe, ich habe das hier richtig betont, oder AJ, geschrieben, mein Kommentar bei YouTube. Okay, alles klar. Also, dein Kommentar werden wir dann bei YouTube noch vorlesen. Dann geht's weiter. Philipp Shakur schreibt, hey, ich habe gesehen, du hast schon ein paar Alben von No Return Records und ich wollte fragen, welches Bundle bzw. Box dir am besten gefallen hat vom Inhalt und vom Design her und welches Album dir am besten gefällt. Liebe Grüße, mach weiter so. Okay, also, erstmal liebe Grüße zurück. Danke für deinen Kommentar. Ich werde auf jeden Fall so weitermachen, keine Sorge. Es stimmt, ich habe, was No Return Records betrifft, glaube ich, wirklich jedes Bundle und jede Box, die die jemals rausgebracht haben, bestellt und auch auf meinem Kanal veröffentlicht. Und ich wollte fragen, welches Bundle bzw. Box dir am besten gefallen hat. Okay, also was die Bundles betrifft, muss ich sagen, Schlangengift von Kafik. Das hat mich überzeugt. Es war vom Album her ein rundes Produkt, aber es war auch so von den Beigaben, rein so vom Design her. Also ich fand das... Das Cover, da ist so eine Schlange, die durch so ein, ich glaube es ist ein Herz, die durch ein Herz durchbricht, so mit aufgerissenem Mund und den Giftzähnen. Sieht richtig krass aus, das Cover. Und genau das war auch auf dem Shirt aufgedruckt. Also fand ich sowohl das Shirt als auch das Cover, das gesamte Artwork sehr gelungen. Zusätzlich gab es dann noch irgendwie die Lyrics in einem Textbüchlein dazu. Also das war wirklich von dem Bundle her von No Return mein Favorit. Was die Alben betrifft, beziehungsweise die Box, es wird auch noch nach Box gefragt. Okay, das war jetzt nur das Bundle. Boxtechnisch gab es viele. Also Kafik habe ich die Boxen, Akats habe ich natürlich die Boxen und auch von Nex habe ich eine Box. Wobei ich glaube, die Box, die mir am besten gefallen hat, war dann doch die Finsternis-Box von Kafik oder Schattenläufer-Box von Akats. Also ich nehme jetzt die Schattenläufer-Box von Akats, die hat mir am besten gefallen. Und welches Album dir am besten gefällt, ist jetzt die Frage, meinst du regulär, also generell auf alles bezogen oder vielleicht nur auf No Return bezogen? Wenn ich jetzt No Return nehmen müsste, dann Schlangengift. Und wenn ich es generell beziehen müsste auf Deutschrap, welches Album, kann ich echt nicht sagen. Also um wirklich nur eins zu nennen, zu hart, zu schwere Entscheidung. Gut, dann haben wir hier YXSXF06, vielleicht auch Yusuf06. Fragt, was ist dein Lieblingsalbum und Box von Kollega? Okay, Lieblingsalbum
ist für mich, glaube ich, Kollega, das Album. Ist schon etwas länger her, aber da laufen echt Tracks nach wie vor. Und meine Lieblingsbox von Kollega, wobei man sagen muss, es ist nicht nur von Kollega. Wenn es nur um Kollega-Boxen geht, dann Monument. Wenn allerdings, muss ich mal kurz holen. Wenn auch Collabos mitgewertet werden, Collabos zählen, dann dieses Prachtexemplar hier, Jung, Brutal, Gut aussehend 1, die legendäre Steelbox, nach wie vor eines meiner absoluten Box-Highlights, gefällt mir übertrieben gut und ja, hoffe, die Frage ist hiermit beantwortet. Nächstes Kommentar von Rolex96. Wie kam es dazu, dass du mit Unboxing-Videos angefangen hast? Was hat dich dazu gebracht? Liebe Grüße, Rolex. Ja, liebe Grüße zurück. Danke für deinen Kommentar. Da waren ein paar Komponenten, die da mitgespielt haben. Und zwar, ich habe diese deutsche Boxen schon lange, lange gesammelt. Also ich glaube, das ging los. Was waren so die ersten Boxen, die ich mir gekauft habe? Wenn ich überlege, ich glaube, so Boss Aura von Kollega, so zu den Zeiten ging das los. Und ich habe die aber vereinzelt immer nur gekauft von den Künstlern, die ich natürlich selber auch gefeiert habe, von denen ich Fan war. Und habe das jetzt nicht so im großen Stil gemacht, also nicht jede Box gekauft. War damals auch, muss man sagen, noch in der Schule, beziehungsweise dann später auch noch in der Ausbildung. Da war das auch finanziell gar nicht drinnen. Dann bin ich aufmerksam geworden, weil es mich einfach interessiert hat, so generell das Thema Boxen und sowas. Und ich habe von diesem Phänomen Unboxing damals dann erst das erste Mal wirklich gehört. Das war dann so wann war das? Also ich habe begonnen Mitte 2017, also muss so Ende 2016 gewesen sein, wo ich dann dieses Unboxing-Thema mitbekommen habe, dass Leute jede mögliche Box oder irgendwelche Alltagsgegenstände einfach unboxen und vorstellen. Und dann habe ich gesehen, es gibt schon Leute, die das machen mit Deutschrap-Boxen. Allerdings hat mich das nicht so zufriedengestellt, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ich habe viele Boxen bei mir, die noch nicht vorgestellt wurden. Und ich habe mir auch gemacht, ich würde es vielleicht anders machen, andere Herangehensweise. Und dementsprechend ging das dann da los und ist ein riesen Hobby oder eine echte Leidenschaft für mich geworden. Und ich werde auch jetzt in Zukunft schauen, auch wenn ich damit vielleicht ein bisschen meine Deutschrap-Follower verärgere, aber ich werde auch ein bisschen schauen, dass ich meine Genre oder mein Unboxing-Spektrum ein bisschen erweitere. Und deswegen habe ich mich auch von Anfang an nicht nur Unboxing Deutschrap oder Deutschrap-Unboxings genannt, sondern wirklich Unbox Kings. So ein bisschen neutraler das Ganze, dass man da auch andere Sachen mit reinnehmen kann. So, Paul Cedric fragt, bestes Album 2018? Ja, wie gesagt, das wäre dann Monument von Kollega. L zu dem N fragt, was war dein Lieblingsalbum dieses Jahr? Okay, recht ähnliche Fragen, ihr seht. Also auch hier wieder Monument. Marvin Leroy fragt, auf welches kommende Album freust du dich am meisten? Oder von wem wünschst du dir ein neues Album? Okay. Auf was freue ich mich am meisten? Also die Frage heißt jetzt am meisten, von welchen wirklich schon offiziell bestätigt wurden und angekündigt wurden. Oder sind jetzt auch irgendwelche Fantasien, die ich vielleicht für mich selber habe oder was vielleicht niemals eintreten wird. Ich freue mich am meisten aktuell. Gute Frage. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Album von Kool Savas. Überleg mal, was steht denn die nächsten Monate noch so an? Ja, das wäre irgendwie das in der nächsten Zeit, worauf ich mich am meisten freue. Und von wem wünschst du dir ein neues Album? Also ich wünsche mir ein neues Album definitiv von Busy Montana. Der war ja lange, lange weg. Hat, ich glaube, gerade heute, auf den Tag heute genau, eine neue EP angekündigt. Leider Gottes nur digital. Ich hätte gerne irgendwie was physisch mal wieder von Busy gehabt. Aber ja, ich hoffe mal, vielleicht habe ich ja irgendwie Glück oder vielleicht sieht er das sogar, dass diese EP eventuell nur irgendwie ein Vorbote ist oder irgendwie Geschmack auf was Kommendes machen soll. Und ich wünsche mir echt ein neues, ein richtiges Album von Busy Montana. Was ist dein Lieblings-Deutschrap-Label? Fragt Paul Cedric. Okay. Ja, früher war das irgendwie ein bisschen leichter. Früher gab es nicht so viele Camps. Früher gab es irgendwie erst Guter Junge, Agro, Selfmade und dann war es bald aus.
Jetzt in der heutigen Zeit kann ich es echt nicht sagen, weil es einfach so viele verschiedene Labels gibt, die so unterschiedlich besetzt sind von Künstlern her. Und bei mir ist dann auch immer so mehr im Hinterkopf. Also ich sehe jetzt nicht nur das Label von wegen, okay, Rapper A, B und C sind bei diesem Label, sondern ich sehe dann auch oft die Strukturen im Hintergrund von wegen, was haben die für einen Vertriebsstil, mit wem sind die irgendwie cool, mit wem haben die eventuell Beef, wer macht das Management. Was haben die sich in der letzten Zeit so geleistet? Wer sind die Personen so hinter den Kulissen, die man jetzt vielleicht in der Musik gar nicht so wahrnimmt? Und rein von dem her tue ich mir einfach verdammt schwer, mich da auf ein Label zu beschränken, aber machen auf jeden Fall gute Arbeit, die größten Labels zurzeit. Also egal, ob du jetzt erst Guter Junge hernimmst oder Herr Selfmade ist mittlerweile ziemlich tot. Alpha Music Empire, Banger Musik oder auch Aslaks, 385 Ideal. Es gibt so viele starke Labels zurzeit und die machen alle ihre Arbeit recht gut. Okay, dann gehen wir rüber zu YouTube, denn wir sind mit Instagram durch und wir haben auf YouTube, lass mich mal kurz schauen, 46 Kommentare. Klingt erstmal nicht allzu viel, allerdings muss man sagen, dass sehr, sehr viele von euch in einen Kommentar fünf Fragen ungefähr reingepackt haben. Also, ich bin gespannt. Also, wir starten mit Besu. Der fragt, wie viel Euro gibst du im Monat aus für all diese Boxen? Okay, gute Frage. Ist immer wiederkehrend diese Frage nach meinen Finanzen oder nach meinen Boxen, wie viel ich da habe oder wie viel ich ausgebe. Es ist mittlerweile weniger geworden natürlich, weil ich jetzt mittlerweile fast alle Alben habe. Das heißt, irgendwelche vergangenen Versäumten aus der Vergangenheit nachzukaufen, das ist kaum noch. Somit bin ich jetzt wirklich nur noch bei aktuellen Releases fast. Allerdings muss man sagen, dass es echt von Monat zu Monat variiert. Ihr kennt das selber. Zum Beispiel Dezember. Dezember war eher ein schwacher Monat. Da war jetzt, wer war im Dezember? Es war Kollega mit Monument und dann war, glaube ich, noch Alias Motrip. Also gerade so die um die Weihnachtszeit wurde es dann relativ ruhig. Und dann ist auch entsprechend der Box-Output natürlich oder die Kosten für Boxen nicht so hoch. Allerdings, wenn man dann andere Monate hernimmt, wie zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt einfach mal den Februar her. Im Februar haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boxen, die ich jetzt so auf dem Schirm habe, und im März wird es dann noch dichter. Und wenn man jetzt überlegt, okay, sagen wir jetzt mal Hausnummer 2 Boxen pro Woche. 4 Wochen haben wir im Monat, bedeutet, wir haben 2 mal 4 sind 8 Boxen. Und jetzt kann man durchschnittlich davon ausgehen, eine Box, ich sage jetzt mal, es gibt welche für 30, es gibt auch welche für 50, deswegen würde ich sagen, wir einigen uns jetzt irgendwie so auf 40 Euro. Ja, dann hast du bei 8 Boxen zu je 40 Euro 320 Euro. Rein nur die Boxen. Man muss dazu sagen, dass ich auch regelmäßig Bundles vorstelle, Vinyls oder teilweise alte Boxen nachgekauft habe, die es deutlich teurer gab als zum Einstandspreis. Und deswegen ist das immer schwer zu sagen. Aber aktuell kann man sicher so als Richtwert nehmen, 300-400 Euro im Monat. Da bist du gut dabei. Gut. Nächste Frage. Wie würdest du deine eigene Box gestalten? Also sind jetzt alles Fragen von Besu. Wie würdest du deine eigene Box gestalten? Wie würde ich meine eigene Box gestalten? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, darüber habe ich mir selten, beziehungsweise eigentlich noch nie wirklich Gedanken gemacht. In meinen Augen, was eine gute Box ausmacht oder worauf ich le Wert legen würde bei meiner eigenen Box. Es muss auf jeden Fall passend sein. Also egal, ob das jetzt ein Beispiel. Heute zum Beispiel habe ich diese Box von DJ Ötzi da gemacht. Genre, ja, sehr fremd, aber ich habe diese Box gemacht und bei ihm war so ein Anstecker für den, was war das, für den Skistock oder für den Wanderstock dabei. Und normalerweise bei jedem, ich sag mal anderen, würde ich mir denken, was soll das sein, wie komme ich auf so einen Schwachsinn? Aber bei dem Künstler, bei DJ Ötzi, der eben so von der Liebe zu den Bergen und Wandern und vielleicht diese Landlust und generell so dieses Thema Berge und Bergsteigen oftmals in seinen Texten hat, ist es einfach total passend. Genauso wie Rapper, die jetzt, ich nehme jetzt mal Herzog als Beispiel, über vielleicht Drogenkonsum rappen und irgendwie bei denen Gras oder der Konsum davon ein starkes Thema ist,
ist es auch einfach stimmig, wenn der dann, so falsch ich das manchmal finde, aber es passt einfach vom Image her, wenn dann Papes oder Filtertips oder irgendwas in die Richtung drin ist. Oder von mir ist auch ein Grinder. Also für mich muss einfach die zusätzlichen Artikel, ich rede jetzt nicht von Shirt oder Autogrammkarte, ich sag mal, die eher unüblicheren Sachen müssen für mich authentisch zum Künstler passen. Also wenn jetzt Contra K eine Sporttasche reinmacht und eine Trinkflasche, dann passt das, weil der ist einfach voll auf diesem Fitness- und Kampfsportfilm. Wenn jetzt hingegen irgendein Kiffer oder irgendein Lauchrapper, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben ein Fitnessstudio, geschweige denn ein Kampfsportverein von innen gesehen hat, irgendwie Boxhandschuhe reinmacht oder einen Zahnschutz, dann greift man sich auch an den Kopf. Also es muss einfach stimmig sein in meinen Augen. So, nächste Frage von Besu. Wie lange hast für ein... Okay, also er meint wahrscheinlich, wie lange brauchst du für ein Video, bis es komplett fertig ist. Wie lange brauche ich? Ja, also ihr müsst euch vorstellen, die Box kommt bei mir an. Dann, das Setup steht soweit, am Tisch alles fertig. Da muss ich halt dann entsprechend die Lampen einstellen und die Kamera und das Ganze. Das Stativ und so ist alles vorbereitet. Dann drehe ich das Video. Geht meistens so zwischen, ich sag mal, 8 und 15 Minuten, je nachdem, wie umfangreich der Boxen halt ist. Dann wird das Ganze noch konvertiert. Dann muss ich das schneiden. Dann wird das Ganze hochgeladen. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bei meinen Unboxings ist ja nicht so, dass ich nur das Video mache, sondern ihr habt auch in den Videobeschreibungen immer sehr detailliert die ganzen Infos. Das heißt natürlich die Links, dass ihr es selber bestellen könnt. Die Infos zum Album, über welches Label kam das raus, welches Release-Datum, in welchen Formen kam das raus. Wer sind die Tracks, wie viele Tracks sind drauf, wer sind die Features auf dem Album, was für Boxinhalt, also das sind die ganzen Geschichten rundherum um das Release, die man vielleicht jetzt so gar nicht wahrnimmt, die ich natürlich auch recherchieren bzw. eintippen muss. Dann muss ich das Foto fürs Thumbnail machen, das entsprechend noch beleuchten und bearbeiten. Dasselbe gilt natürlich dann für das Foto des Boxinhalts. Dann muss ich das Ganze auf Social Media reinhauen, also auf Facebook wird es geteilt, auf Instagram wird es geteilt, Google Plus, Twitter. Dann wird es auf YouTube in die diverse Playlist oder in irgendwelche Sortierungen von mir eingepflegt. Dann muss ich die ganzen Tags benennen. Also es ist schon Minimum 1 bis 2 Stunden Arbeit pro Video. Also das kann man auf jeden Fall als Richtwert annehmen. Dann die zweite, oder nein, die vierte Frage mittlerweile. Was machst du an Neujahr? Ich gehe jetzt mal davon aus, es wird der 31. gemeint sein, Silvester. Silvester feiere ich traditionell immer so mit meinen besten Freunden. Meistens bei einem von denen zu Hause. Und es ist ganz, ganz regulär. Es wird ein bisschen was getrunken. Dann so zwischen 11:30 und 12 schauen wir auf eine, also gehen wir raus auf eine Brücke beim Donaukanal. Das ist für die Nicht-Wiener die Grenze zwischen dem ersten und zweiten Bezirk, also die beiden innersten Bezirke mehr oder weniger. Und da geht es dann gut zur Sache. Also da hat man auch guten Blick irgendwie über die Donau und über die Feuerwerke, die da so stattfinden. Und dann um, ich sage jetzt mal 12:30 begeben wir uns wieder rein und spielen vielleicht noch was, reden, hören Musik, ganz unterschiedlich, aber immer sehr gemütlich. Und aus dem Alter, wo man sich irgendwie ja von 0 Uhr bis 8 bis 10 Uhr irgendwie die halbe Welt in die Luft jagt und lauter Sachen in die Luft sprengt, bin ich raus. Habe ich auch gemacht. Ich war früher der erste, ja, nennen wir es mal Pyromane, der irgendwie alles anzünden, abfackeln und in die Luft jagen wollte. Und bin froh, dass ich noch immer alle 10 Finger und Arme und Gliedmaßen dran habe. Und ja, bin jetzt mittlerweile aus dem Alter raus, irgendwelche Sachen in die Luft zu jagen. Nächste Frage: Was sollte man in Wien gesehen haben? Ja, das ist immer auch so eine Frage. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange bist du da. Also wenn du jetzt nur 1, 2 Tage da bist, ist das Programm natürlich ein anderes, als wenn du jetzt eine Woche oder 2 Wochen Zeit nimmst. Aber Wien ist einfach eine Wahnsinnsstadt, gerade wenn du jetzt irgendwie ein bisschen geschichtlich, also historisch oder kulturell interessiert bist. Weil es hat einfach eine unfassbare Dichte an Museen, an Ausstellungen, an Theater, an Oper, an irgendwelchen, ja, Kinos und Museen, also du hast hier echt ohne Ende Programm. Du kannst wirklich 7 Tage, 24/7 irgendwelche Kultur dir reinziehen und wirst immer noch nicht fertig sein. Und natürlich hat auch Wien eine sehr, sehr lange und bewegte Geschichte. Also wenn du da ein bisschen interessiert bist, gibt es eine Menge zu sehen. Und gerade auch für mich, das Attraktivste an Wien ist echt so der erste Bezirk, so die Altstadt. Ihr müsst euch vorstellen, historisch gesehen, früher,
Vor einigen Jahrhunderten war Wien einfach wirklich nur aus dem ersten Teil bestehend, aus dem ersten Bezirk bestehend. Das heißt, du hast dann den ersten Bezirk genau in der Mitte und ähnlich wie in Paris rund um den ersten Bezirk dann so wie so eine wie so ein Schneckenhaus, wie so eine Spirale rundherum ordnen sich dann die Bezirke an. Und wir haben in Wien 23 Bezirke und ganz außen sind dann die Bezirke eben 23, 21, 22. Das ist dann schon so Stadtgrenze und große, ich sag mal Vorstadtbezirke mehr oder weniger. Und innen, also wirklich erster Bezirk, ist so Altstadt, innere Stadt nennt sich das auch, oder heißt der Bezirk innere Stadt. Und da hast du einfach diese ganzen Prunkbauten, auch so aus der Kaiserzeit, also dann so Gebäude wie das Parlament oder eine Hofburg, Heldenplatz etc. Sowas ist einfach echt wahnsinnig interessant. Und wenn du irgendwie mit Architektur oder generell Gebäuden ein bisschen was anfängst, bist du da im ersten Bezirk auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und die letzte Frage von Besu, warst du schon mal in Zürich? Nein, war ich noch nie. Soll super schön sein. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war generell noch nie in der Schweiz, werde das aber definitiv mal nachholen. Dann kommt die nächsten fünf Fragen. Die kommen von Hamza Stralik oder Stralic. Sorry, wie gesagt, ihr habt alles sehr, sehr unterschiedliche Namen und ich habe sicher viele von euch schon falsch vorgelesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Erste Frage, wie heißt du? Ja, mein Name ist Jonas. Zweite Frage, wie alt bist du? Ich bin noch, Betonung auf noch, 26 und werde im Jänner, also jetzt Januar, am 28. Januar 27, also 28. Januar 92, mein Geburtsdatum. Dritte Frage, woher kommst du? Ich komme aus Wien, aus der Hauptstadt Österreichs. Also ja, zweimal dritte Frage hier geschrieben, nein, in dem Fall dann vierte Frage, wer ist dein Lieblingsrapper? Ja, gibt es auch einige, wurde mir auch schon oft gestellt. Wenn ich es jetzt wirklich auf eine Person herunterbrechen müsste, dann wäre das Kollega. Fünfte Frage, wie geht es dir zurzeit? Mir geht es hervorragend. Das Einzige, was mich ein bisschen noch nervt, ist mein beginnendes Halsweh. Ihr müsst euch vorstellen, meine Freundin war jetzt von, ja, ich sag mal 24. Dezember, also mehr oder weniger ab Heiligabend bis jetzt und wir haben mittlerweile den 4. Jänner. Krank. Also die hat echt, ich sag mal, 24/7 irgendwie auf der Couch verbracht und war ziemlich außer Betrieb, krank, verschnupft, nur am Husten und sehr bedient. Und ich habe jetzt irgendwie 2 Wochen lang das jeden Tag so um mich herum gehabt. Und jetzt irgendwie, wo es bei ihr langsam am Abklingen ist und wo sie wieder ein bisschen zu Kräften kommt, beginnt es irgendwie bei mir im Hals. Ich hoffe, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme. Und dass das nicht irgendwie gröber wird oder dieses Halsweh. Ich hasse nichts mehr, als irgendwie krank zu sein oder irgendwie dann von sowas aufgehalten zu werden. Nächste Frage von KMN Support. Wer ist für dich der bessere Rapper? In Klammer. Bitte beantworte die Frage ehrlich. AZ oder 18 Karat? Qualitativ, Gesang, Typ, komplett. Okay, also du hast ja schon gut ausgeführt. Du legst hier wirklich auf viele Sachen Wert. Qualitativ, Gesang, Typ, komplett. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich 18 Karat irgendwie schon länger am Schirm habe als AZ. Aber ich muss trotzdem sagen, AZ ist für mich klar der bessere Rapper. Liegt daran, so sehr ich 18 Karat auch feiere oder seine Boxen auch kaufe und auch regelmäßig irgendwie Musik von ihm konsumiere. Aber ich muss sagen, bei 18 Karat ist mir einfach die Vielfalt der Themen. Also er hat nicht so viele Facetten. Es geht halt generell so um diesen kriminellen Lifestyle und Drogen und seine kriminelle Vergangenheit oder jetzt immer noch Gegenwart. Allerdings ist das auf Dauer, auch wenn es irgendwie jetzt gut funktioniert hat, die paar Alben, ist mir dann doch irgendwie zu eintönig. Und bei AZ, der rappt natürlich auch viel über sowas, aber er ist einfach für mich Autotune hin oder her, gesanglich oder textlich auch stärker und deswegen will ich ganz klar sagen, zwischen den beiden AZ. Okay. Nächste Frage von S-Player. Was sind deine fünf Lieblingsrapper? Okay, ich glaube, ich kann mich erinnern, das gab es im letzten Q&A auch schon diese Frage. Also ganz klar, Kollega ist mit dabei. Aber es ist jetzt keine Abstufung welcher, sondern Nummer 2 ist für mich jetzt genauso viel wert wie Nummer 5. Kollega ist auf jeden Fall mit dabei. Bizzy Montana. Raf Camora. Schwer zu sagen. Es variiert halt auch immer. Also Kollega und Bizzy Montana sind einfach immer so, ich sag mal, Evergreens, die sind immer bei mir on top. Und dann gibt es welche, die schwanken. Also es gibt welche, die liefern mit einem Album ab, wo ich mir denke, der ist es.
Und dann kommt er auch mit dem nächsten Album mit einem ganz anderen Stil und mit einem ganz anderen Sound, wo ich einfach nichts mehr damit anfangen kann. Dementsprechend ist es schwer zu sagen, fünf Lieblingsrapper. Ja. Samy Deluxe wäre auch noch dabei. Und dann sind wir schon bei vier. Und der fünfte, ja, nehmen wir jetzt mal an, Azad. Aber wie gesagt, das kann sich auch von einem Monat auf den anderen ändern. Frage von Harun B. Mit welchem Rapper würdest du gerne abhängen? Boah, da gibt es einige. Also, das finde ich auch generell interessant. Du hast viele Rapper, wo du dir irgendwie von der Musik so dein Bild machst. Und dann triffst du die aber privat. Also, was heißt privat? Dann lernst du dich vielleicht auf einem Konzert kennen, irgendwie mal Backstage oder machst nach dem Konzert irgendwie ein paar Fotos und wechselst so ein paar Sätze mit denen. Und dann kommst du irgendwie drauf, du hast ein ganz falsches Bild von dem. Also, du hörst vielleicht in den Texten irgendwas, dann konstruierst du dir so seine Person. Und wenn du dann in Wahrheit auf den triffst, mag sein, der rappt in seinen Texten irgendwie darüber, dass er irgendwelche alten Senioren überfällt oder irgendwelche armen Menschen abzieht. Und dann ist er aber so privat irgendwie der höflichste und rücksichtsvollste Mensch. Also das finde ich immer ganz krass, dieser Kontrast, der oft eintritt. Aber gibt es viele Rapper, denen ich gerne abhängen würde. Und dann kommt die nächste Frage. Wie findest du es, dass die deutschen Rapper in diesem Jahr krass von den Playlists abhängig waren? Boah, also wenn ich da jetzt wirklich, da muss ich etwas ausholen. Generell, ich glaube, da wird mir niemand widersprechen, muss man sagen, dass Spotify ein absoluter Glücksgriff war für die deutsche Rap-Szene, weil es viele, viele Rapper gibt, die, glaube ich, jetzt richtig davon leben können, beziehungsweise Rapper, die vielleicht schon aufgehört haben, weil sie irgendwie gedacht haben, es ist finanziell nicht gewinnbringend oder sie können es sich einfach nicht leisten auf Dauer, dass viele jetzt wieder irgendwelche Alben oder EPs raushauen über Spotify oder über irgendwelche digitalen Veröffentlichungen. Weil sie einfach merken, da ist mehr Geld im Spiel als früher. Ihr müsst auch überlegen, damals digitale, diese Downloads, illegale Downloads und. Da ist einfach viel Scheiße passiert und viel, viel Geld irgendwie den Rappern war wert geblieben. Aber jetzt, ich glaube, PA hat das mal in einem Text gesagt, ich glaube, in dem Diss gegen Casey hat er gesagt, Spotify hat mich die letzten Jahre überreich gemacht. So, mehr oder weniger. Und ich glaube, das gilt für viele. Also da gibt es echt Rapper, die man vielleicht gar nicht am Schirm hat, die aber trotzdem jede Menge Cash machen. Und nagelt mich jetzt nicht fest auf die Zahlen, aber meiner Info nach ist es so, du hast auf Spotify pro 1 Million Streams ungefähr 3.000 Euro. Also das ist echt eine ganze Menge. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese 3.000 Euro waren dann jetzt nicht 1:1 in die Tasche von irgendeinem Rapper. Da gibt es natürlich andere Leute, die dann auch noch die Hand offen halten, aber das sind schon Zahlen, gerade wenn man es überlegt, es gibt irgendwie mittlerweile Spotify-Singles, die mittlerweile auf 80, 100 Millionen, 50 Millionen, sowas ohne Probleme hochgehen. Und ihr müsst euch auch vorstellen, Spotify ist ja zeitlos. Es ist ja nicht so, dass die Alben dann irgendwann aus dem Regal geräumt werden, vielleicht die Mediamarkt und Saturn ja, aber bei Spotify sind die ja ewig. Das bedeutet, auch ein Album, das vielleicht jetzt noch, keine Ahnung, vielleicht nur 50.000 Streams gemacht hat, wer weiß, wo das in 10 Jahren steht oder wer weiß, ob da irgendwer wieder drauf aufmerksam wird oder ob das vielleicht durch irgendwie einen Zufall wieder gehypt wird, dieses Lied oder was auch immer. Also es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und das ist nur Spotify. Ihr müsst euch überlegen, es gibt dann auch noch Apple Music, es gibt Deezer und die sind zwar kleiner als Spotify, klar. Aber Deezer und Apple Music vergüten meines Wissens nach noch mehr. Also sie vergüten teilweise 3,5 oder 3,7 pro 1 Million Streams. Und das sind einfach Zahlen, das ist krank. Also wenn man sich jetzt überlegt, was weiß ich, Kapital mit Neymar, Hausnummer 100 Millionen Streams, so über den Daumen, das sind dann einfach mal 300.000 Euro, die dabei rumkommen. Und deswegen glaube ich auf der einen Seite ja, Spotify ist extrem krass, weil es einfach lukrativ ist und vielen, vielen Rappern diese finanzielle Freiheit ermöglicht, produktiv zu sein und wirklich Alben rauszuhauen. Auf der anderen Seite finde ich es bedenklich, weil Spotify mittlerweile so eine Macht hat, gerade über die Playlists. Weil wenn du jetzt ein Newcomer bist und nicht wirklich schon etabliert bist und Spotify dich nicht in die Playlists packt, keine Ahnung, Modus Mio und wie die ganzen deutschen Playlists halt heißen, hast du verkackt.
Das heißt, du bist ihnen ausgeliefert. Du musst dann irgendwie dich gut stellen mit Spotify und musst bei denen irgendwie lutschen, dass die sagen, okay, pass auf, du bist zwar vielleicht noch irgendein Niemand, aber rein vom Sound oder von sowas, wir sehen das Potenzial und wir packen dich mal in unsere drei, vier heißesten Playlists, die in dem Bereich irgendwie am Start sind. Und deswegen bekommt Spotify eben Stück für Stück so eine unfassbare Macht, hat bald schon so eine Monopolstellung, wenn es so weitergeht. Und das sehe ich halt ein bisschen so mit Sorge, weil ich befürchte, irgendwann ist vielleicht jetzt auch so ein Worst-Case-Szenario, aber es kann natürlich auch sein, wenn Spotify irgendwann so den Markt beherrscht und alle anderen komplett an die Wand gedrückt hat, dass die dann sagen, pass auf, wir haben zwar früher mal, was auch immer, drei Riesen gezahlt pro 1 Million Streams, aber wir haben es mittlerweile nicht mehr nötig. Die Konkurrenz ist aus dem Weg geschafft und jetzt zahlen wir dir nur noch 1,5 oder 2 Riesen pro 1 Million Streams. Ist immer noch eine Menge Geld, aber ihr wisst, was ich meine. Dass die dann einfach in ihrer Monopolstellung die entsprechend die Konditionen und die Details dann einfach diktieren und die dann entweder sagen können, ja, du machst das oder wir schmeißen dich aus den Playlists oder wir entfernen deinen Katalog und deswegen ist einfach Spotify in meinen Augen richtig krass, aber ich sehe da auch immer so ein bisschen die Schattenseite beziehungsweise die negativen Begleiterscheinungen und ich glaube auch, dass die meisten Leute auch eine starke Übersättigung haben, weil man kommt nicht mehr nach. Früher war es echt so, es kamen am Freitag zwei, drei Alben raus, okay, kann man sich durchhören. Aber mittlerweile veröffentlicht einfach jeder Hanswurst freitags irgendwelche Singles, irgendwelche Videoauskopplungen und zusätzlich gibt es noch Alben und dann gibt es EPs und man kommt schon gar nicht mehr nach. Also ich bin Freitag immer komplett überlastet durch diesen Overkill und es ist verdammt schwer, da irgendwie noch mitzukommen. Nächste Frage, ebenfalls von Harun B. Gibt es einen Nachfolger einer Albumreihe, welchen du dir wünschst? Ja, den gibt es definitiv, gibt es viele. Unter anderem würde ich mir zum Beispiel wünschen, Blackout 3 in dem Fall von Jacuzza und Bisi Montana. Ich habe mich riesig gefreut, als Blackout 2 angekündigt wurde. Allerdings war ich mit dem Album dann sehr unzufrieden und habe es gar nicht verstanden, wie das sein kann. Denn Blackout 1 ist eines meiner absoluten Highlight- und Lieblingsalben ever. Und ich hatte irgendwie die naive Vorstellung, dass in diesem Stil das zweite Teil gehalten wird. War leider nicht der Fall, deswegen würde ich mir gerne einen Blackout 3 bzw. Blackout, ja, ein Blackout 2, ein richtiges Blackout 2 wünschen. Weiß nicht, was mit Shakusa los ist, warum er da irgendwie so merkwürdige Texte und so, ja, in meinen Augen einen unwürdigen Nachfolger produziert hat. Bisher hat schon abgeliefert, aber Shakusa war irgendwie recht merkwürdig. Ist die Frage, ob die irgendwie sich nochmal zusammen ins Studio begeben, wäre cool. Aber dann wirklich so auf Blackout 1 Level. Oder vielleicht ein Teil einer Albumreihe, der deiner Meinung nach nicht nötig gewesen wäre. Ja, da gibt es auch zahlreiche, die nicht nötig gewesen wären in meinen Augen. Bestes Beispiel Muhammad Ali. Ich hatte echt riesen Erwartungen, weil Motrip und Alias für mich einfach absolute Ausnahmetexter sind im deutschen Rap. Allerdings das Album, als ich dann die ersten Singles gehört habe, hat nicht ganz meinen Geschmack getroffen und ich hätte mir einfach viel mehr gewünscht, dass sie so bei ihrem eigenen Stil bleiben und nicht so viel Autotune und so melodisch und so herumsingen, sondern wirklich hart, was heißt hart, aber einfach wirklich basic Rap machen. Wie zum Beispiel Samy Deluxe. Bei Samy Deluxe war es ähnlich. Herr Sorge fand ich Schrott, konnte ich überhaupt nicht leiden. Und jetzt mit SamTV Unplugged hat er sich in meinen Augen wieder komplett zurückgemeldet. Und ich habe ihm das jetzt auch verziehen mit Herz Sorge, weil SamTV Unplugged für mich einfach so krass war und ich mir immer gewünscht habe, er soll wieder Rap machen. Und das liegt Samy Deluxe und das sind meiner Meinung nach seine Stärken. Darauf sollte er sich besinnen und deswegen, ja, ähnliche Geschichte wie bei Motrip und Alias. Angenommen, du wärst ein Rapper und du könntest eine Deluxe-Box machen, welchen Inhalt würdest du reinpacken? Ja, war schon mal ähnlich vorher genannt. Wie gesagt, es wäre für mich wichtig, irgendwie was authentisch zu machen, wo die Leute einfach sagen, ja, ist stimmig, passt zu der Person und kann man dem irgendwie abkaufen, dass das da drin ist. Gehört deiner Meinung nach Ananas auf eine Pizza? Okay, das ist mal eine etwas abwegigere Frage. Ja, also um es ganz einfach zu beantworten, ja, ich habe selbst schon unzählige Pizza Hawaii gegessen in meinem Leben. Muss sagen, ich bin ehrlich gesagt Fan von Pizza Thunfisch oder Pizza Schinken, also Cardinale oder Tonno. Aber ich habe jetzt auch kein Problem, mit einer Hawaii zu bestellen oder wenn jetzt irgendwer was bei einer Hawaii übrig lässt, die zu essen. Also für mich schließt sich das nicht aus. Es gibt viele Sachen, die ich viel verwerflicher finde, aber Ananas auf eine Pizza kann man auf jeden Fall machen. Was war deine teuerste Deluxe-Box?
Und welche war die günstigste? Okay, also da kommt es jetzt wieder drauf an. Heißt teuer regulär der Preis? Weil was teuer vom regulären Einkaufspreis betrifft, war das die große Epic Box. Da gab es ja zwei. Es gab einmal die Epic Box regulär und dann gab es die Epic Box von Jalil und Flair mit dem Drumkit und mit der Vinyl und der Kappe. Die hat, glaube ich, so um die 80, 90 € gekostet. Wahrscheinlich auch wegen jetzt Drumkit so viel. Das war schon recht heavy vom Preis her. Allerdings, wenn man jetzt nicht nur den Einkaufspreis nimmt, sondern den, ja, wie soll man das sagen, den Resellerpreis. Also ich habe es nicht original zum Release gekauft, sondern erst im Nachhinein. Sekunde, hole ich sofort. Also, wenn wir jetzt nicht nur von Erstverkaufspreis reden, sondern auch von, ich sag mal, Weiterverkaufspreis von einem Dritten, dann war es diese Box hier. Die Kollegah Zuhälter-Tape Trilogie hat mich, ich will jetzt nicht lügen, meines Wissens, ich glaube, 350 € gekostet. Also ich habe für diese Box 350 € bezahlt. Die war gebraucht, allerdings muss man sagen, dass die in einem unfassbar guten Zustand ist. Ich habe lange nach der Box gesucht, habe mir auch sehr viele angesehen, die angeboten haben und ich war immer etwas unzufrieden von den Fotos oder von den Abnutzungen, die da irgendwie gekommen sind und viele waren noch nicht mehr ganz vollständig und dann habe ich eben für 350 € eine komplett vollständige gekauft, die auch echt kaum irgendwie Schrammen oder sonstige, ich sage mal, Abnutzungserscheinungen hat und deswegen war ich mit der sehr, sehr, sehr zufrieden. Trotz des hohen Preises. Aber ja, das wäre, glaube ich, von allen her meine teuerste Box. Noch teurer als JBG1. 350 € für die Zuhälter-Tape-Trilogie. Gut. Dann schreibt er noch so: Ich hoffe, dass dies genug Fragen sind. Ja, das waren auf jeden Fall genug Fragen. Harun B., vielen Dank dafür. Dann kommt Paul Cedric, der auch schon auf Instagram aktiv war. Er schreibt: Auf welchen Konzerten warst du schon und auf welche wirst du noch gehen? Okay, ich war schon auf diversen Deutschrap-Konzerten. Ich war auf Konzerten, wie zum Beispiel, wer war da? Ich glaube, Teens for Cash Tour war das mit Kollegah und Farid Bang. Dann war ich auf der Boss Aura Tour von Kollegah. Dann war ich auf der King Tour von Kollegah. Dann war ich auf der Schnelles Geld Tour von Joker, Motrip und Silla. Muss aber ehrlich sagen, dass ich jetzt die letzten Jahre ein bisschen ausgelassen habe. Also die Konzerte, die ich euch jetzt aufgezählt habe, waren schon etwas her. Liegt unter anderem daran, dass früher die Konzerte noch etwas familiärer und kleiner waren. Die haben dann bei uns in Wien, zum Beispiel in der Szene Wien stattgefunden. Und da war das Ganze noch irgendwie ein bisschen, für mich hat das irgendwie mehr Flair dort, mehr besseres Feeling. Und jetzt, seitdem Deutschrap so explodiert ist, sind die meisten deutschen Rapper, die nach Wien kommen, dann entweder im Flex, was mir von der Location einfach gar nicht gefällt, Geschmackssache, oder eben im Gasometer. Und Gasometer ist zwar riesengroß und da passen auch 10.000 Leute rein, aber es ist einfach für mich so, mir fehlt einfach dieses alte Feeling so in der Szene Wien so mit ein paar hundert Leuten, wo man wirklich so dicht an dicht gedrängt vor der Bühne steht und das war auf jeden Fall eine ganz andere Zeit in meinen Augen. Aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft auch noch auf Konzerte gehen, bevorzugt natürlich, wenn diese in Wien stattfinden. Gut, nächste Frage bzw. Fragen von IAM Seller. Wie alt bist du? Ja, habe ich schon beantwortet. Demnächst dann 27. Wie groß bist du? Boah, ich habe mich jetzt schon lange, lange nicht mehr gemessen. Muss auch sagen, dass ich als Kind, als Jugendlicher sehr langsam gewachsen bin. Aber dafür habe ich dann noch lange, lange weitere Wachstumsschübe gehabt, wo andere schon ausgewachsen waren. Also ich bin dann weit über 20 noch gewachsen. Und ich glaube, ich bin jetzt ungefähr 1,74, 1,75. Also echt jetzt nicht der Größte, aber finde ich vollkommen okay. Kann gut damit leben. Was ist deine Lieblingsbox? Ja, auch das wurde ja schon gefragt. Wie gesagt, in dem Fall JBG1 von Kollegah und Farid Bang, die Steelbox. Dann, was wird hier noch gefragt? Wie viele Boxen hast du insgesamt in deiner Sammlung? Boah. Hätte ich diese Frage gelesen, hätte ich sie mir im Vorhinein nochmal recherchiert. Ich habe das glaube ich auch schon im ersten Q&A mal gesagt, ich habe echt
unfassbar viele Boxen. Und ich habe ein Riesenproblem mittlerweile, die ganzen Boxen in meiner Wohnung, ich wohne auf 70 Quadratmeter, unterzubringen. Hab jetzt über meine Freundin eine Möglichkeit, in ihrer alten Wohnung, beziehungsweise in der Wohnung ihrer Mutter, ein bisschen was unterzubringen. Das freut mich sehr. Das heißt, das wird mich jetzt lagertechnisch ein bisschen entlasten. Aber ich muss sagen, Boxen, ich glaube, wir sind mittlerweile bei jenseits der 400. Also ich habe mittlerweile 400 Boxen und mehr. Und das sind ja wirklich nur die Boxen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann auch noch 50, zwischen 50 und 100 Vinyls und keine Ahnung, sagen wir 50 Bundles. Und man hat natürlich auch noch andere Sachen. Also man hat ja auch so noch Haushaltsgegenstände oder ich habe zum Beispiel auch ein komplettes Bücherregal oder auch vollkommen überfülltes CD-Regal. Also es ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie alle Regale oder Lagerstaumöglichkeiten für Boxen. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall ein Problem mittlerweile, aber es wird mich nicht hindern, in Zukunft so fleißig weiterhin Boxen zu sammeln, weil das bleibt nach wie vor eines meiner Lieblingshobbys oder Beschäftigungen. Und dann fragt er noch, wie kamst du auf die Idee, Unboxings zu machen? Ja, habe ich schon beantwortet. Alleine schon aus Zeitgründen bitte einfach die Antwort von vorhin hernehmen. KMN Support fragt, wenn du ein Rapper wärst, mit wem würdest du ein Feature machen? Ja, wenn ich ein Rapper wäre, ich habe in meiner Jugend schon sehr viele solche Texte geschrieben und habe echt auch lange mir irgendwie überlegt, Rapper zu sein oder Rapper zu werden. Ist nichts geworden, beziehungsweise habe ich es dann nie wirklich riskiert und nie wirklich dann, ich sag mal, vorzeigbare Tracks aufgenommen, sondern wirklich immer nur getextet. Aber es gibt natürlich unendlich viele Leute, mit denen ich gerne Features machen würde, also sowohl Deutsche, als auch Österreicher, als auch Amis. Also jetzt spontan, wenn ich so überlegen müsste, wen ich gerne featuren würde, das wären auf jeden Fall ein Raf Camora, ein Busy Montana, ein Kollega, ein Samy Deluxe, ein Trettmann, ein Chizzes, ein Olexesh, ein Young Horn. Also da gibt es einfach so viele und auch gerade in den USA gibt es sehr, sehr viele, die mich reizen würden. Dann haben wir eine Frage von Kevin AJ oder Kevin AI. Welche sind eigentlich deine Lieblingsrapper? Ja, auch das habe ich schon beantwortet. Hoffe, dass die Antwort dir ausreichend ist. Und er fragt, was machst du beruflich? Okay. Ja, auch das werde ich immer wieder gefragt, regelmäßig. Ich habe bis Februar 2018 bei der Firma Bosch gearbeitet, war davor auch in anderen Bereichen tätig, also war unter anderem mal eine Zeit lang bei der Bank. Habe dann aber Gott sei Dank die Bank hinter mir gelassen, habe dann eine Zeit lang bei der Firma Bosch gearbeitet. Und bin seit Februar 2018 bei Bosch raus und seit Februar 2018 bin ich wirklich selbstständig, also angemeldet als Kleinunternehmer und bin da tätig, vor allem im Bereich Online-Marketing und ja. Dann fragt KMN Support, kennst du das Fit One Fitness in Wien? Ein echt krasses Fitnesscenter, größer als ein Einkaufszentrum. Ja, ich habe schon von dem gehört. Ich habe auch schon mal die Homepage gezeigt bekommen von einem Bekannten von mir. Ich war leider noch nicht dort und es würde mich auch dauerhaft jetzt wahrscheinlich nicht wirklich interessieren, weil das befindet sich halt wirklich am anderen Ende. Müsst ihr euch vorstellen, ich bin im dritten Bezirk, das ist mehr noch so Zentrum Wien und dieses Fitnessstudio befindet sich im 23. Bezirk, soweit ich weiß. Und das ist halt echt im allersüdlichsten Teil von Wien, ganz unten. Und da würde ich echt immer eine Ewigkeit runterfahren. Egal ob mit Auto oder öffentlich. Und mein Fitnessstudio, in das ich gehe, das ist gleich hier bei mir in der Nähe. Und da gehe ich vielleicht, ich sag mal, 3, 4 Minuten zu Fuß. Das sind 2, 3 Gassen weiter. Und mit dem bin ich voll zufrieden. Also ich würde da nicht wechseln. Dann Rapsack Official. Welchen oder welche Künstler hörst du am liebsten? Ja, auch das habe ich schon beantwortet. Falls es dir jetzt aber um generell Künstler geht, also nicht nur Deutschrap, gibt es natürlich einige, die jetzt abseits von Deutschrap da sind. Ich überlege gerade, was höre ich in letzter Zeit? Also ich höre sehr gerne, auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag, ich höre sehr gerne Klassik, also klassische Musik. Aber ich höre auch ganz gerne elektronische Musik, sprich Techno, Hardstyle, teilweise sogar auch Hardcore, Trance und hin und wieder auch ein bisschen Minimal, es kommt immer so drauf an.
aber da gibt es echt zuhauf Künstler, die ich gerne höre. Dann fragt Sammy, dein perfekter Samstagabend, was gehört dazu? Hui, harte Frage. Das ist auch immer so die Frage, weißt, es gibt Samstage, wo ich irgendwie so voll auf Adrenalin bin, unter Strom bin, wo ich irgendwie der Meinung bin, ich muss halt irgendwie unterwegs sein, ich muss was machen. Also jetzt nicht unbedingt Alkohol konsumieren und irgendwo in der Disco oder im Club eskalieren, sondern einfach irgendwie unterwegs Leute treffen, mit Leuten was machen und sei es auch nur, dass man irgendwie im Auto durch die Stadt fährt oder irgendwelche Sachen gemeinsam unternimmt, aber wo ich einfach so diesen wochenendlichen Unternehmer, diesen Drive habe, irgendwas zu unternehmen. Und dann gibt es Samstage, wo ich echt irgendwie mir denke, ja, endlich Wochenende, ganzer Samstag irgendwie auf der Couch oder in meinem eigenen Wohnzimmer zu verbringen. Also es kommt immer so drauf an, phasenweise. Und das sind für mich so die perfekten Samstage. Also entweder in Ruhe, alleine oder mit Freundin zu Hause im Wohnzimmer, auf der Couch, Serie schauen und so. Oder aber auch die besten Abende passieren auch einfach so ungeplant. Wenn man irgendwie nicht damit rechnet und sich irgendwie denkt, ja, ich schaue mal dorthin, aber nur kurz. Und dann werden aus dem Kurs irgendwie ein paar Stunden und dann kommt eins zum anderen und dann fährt man noch dorthin und dorthin und das sind dann echt im Nachhinein immer so die besten Sachen. Nächste Frage von Serjan Kaya, der hat auch wieder gleich fünf Fragen. Er fragt hier erstens, wenn du einen Deutschen und einen Army-Rapper interviewen könntest, wen würdest du interviewen? So, also wenn ich einen Deutschen interviewen würde, würde ich Kollegah interviewen und wenn ich einen Army-Rapper interviewen könnte, ja, würde ich einfach mal Eminem interviewen oder Nas. Das wären so meine Favorites. Zweitens, welcher Diss-Track ist deiner Meinung nach der beste aus Deutschland und international? Okay, also aus Deutschland. Ja, ich glaube echt, auch wenn das schon ausgelutscht ist, das Thema, aber ich glaube echt, im deutschen Raum kommt man nicht an Urteil vorbei von Kool Savas, weil es auch einer der ersten in der Weise war. Also das war einfach nicht nur der Diss-Track, es gab ja schon viele Beefs davor, aber es war einfach der Diss-Track mit dieser ganzen Geschichte, die beide hatten oder die beiden verbunden hat. Und dann auch noch das Ganze so videotechnisch zu verarbeiten. Und es war halt wirklich so dieser Prototyp aller Beefs und Diss-Track-Videos, wo einfach wirklich das Leben verbal oder auch in Videoform beendet wurde und der Kontrahent wirklich dann beerdigt wurde. Und international. Ja, also Killshot von Eminem jetzt letztens gegen Machine Gun Kelly war natürlich auch wieder ein Ausrufezeichen. Hat mich sehr gefreut, dass er wieder mal so auf die Kacke hauen kann und zeigt, dass er es nicht verlernt hat. Aber so jetzt auch unabhängig von der Message, aber einfach so vom Anhören her, was ich richtig feier nach wie vor, ist zum Beispiel von Rick Ross, Idols Become Rivals. Kann man immer gut hören, auch wenn es mir jetzt gar nicht so um die Message geht, sondern wirklich einfach der Beat und so das Feeling und auch das Video finde ich ganz, ganz stark. Dritte Frage: Von welchem Rapper würdest du dir ein Comeback wünschen? Ja, das habe ich auch schon gesagt. Bizzy Montana ist die Frage: Ist er jetzt weg, ist er nicht weg? Aber der soll dringend mal wieder auf der Bildfläche erscheinen. Vierte Frage: Was ist deiner Meinung nach die lustigste Punchline? Oh, da gibt es so unendlich viele. Also. Die lustigste Punchline. Da gibt es echt wahnsinnig viele. Also ich glaube, wenn ich dann irgendwie 10 Minuten, nachdem ich dieses Video beendet habe, fallen mir sicher Tausende ein. Aber wenn ich jetzt so mal schnell überlege, ja, lustig. Also welche mich wirklich zum Lachen gebracht hat. Was ist deiner Meinung nach die lustigste Punchline? Ich tue mir echt schwer. Ich kann das nicht an einer festmachen. Aber was ich zum Beispiel, wo ich mich damals, glaube ich, echt kaputt gelacht habe, einfach so, weil ich mir das immer dann bildlich auch vorstelle, solche Punchlines, war zum Beispiel Kollegah, Outro, Alpha Gene. Da ging es dann irgendwie rum, Kid, ich fahre im Bild schon den Ferrari rum, du chillst gewöhnlich Samstagabends vor deinem Schildkröten-Terrarium. Und abgesehen jetzt von dem unfassbaren Reim, aber da dachte ich mir einfach so von der Message her, so okay, da habe ich mir dann irgendwie so einen dicken Brillenträger vorgestellt, der irgendwie vor seinem Schildkröten-Terrarium sitzt und das irgendwie beobachtet und das
da habe ich mich einfach totgelacht damals. Ja, aber da fallen mir sicher noch viele ein im Nachhinein. Und dann wird noch gefragt, was ist dein Lieblingsfilm und wer ist dein Lieblingsschauspieler? Okay, Lieblingsschauspieler habe ich auch wiederum mehrere, aber wenn ich jetzt wirklich an einem festsetzen müsste, ja, entweder De Niro, Robert De Niro oder. Ja, oh ja, ich glaube De Niro. Wobei man muss sagen, dass ich Jim Carrey auch richtig krass finde. Jack Nicholson auch. Aber ich glaube, wenn es jetzt wirklich um einen geht, De Niro. Und dein Lieblingsfilm, boah, auch verdammt schwer. Gibt es viel zu viele. Also Filme, die ich richtig krass finde, sind Filme, die auch irgendwie so ein bisschen Bezug zur Realität haben. Also generell stehe ich extrem auf so Mafia-Filme und irgendwelche Filme mit Geheimdienst-Thematik. Allerdings muss ich sagen, Filme, die es mir richtig angetan haben, unter anderem Elysium, Der Pate 1, God Bless America. Was finde ich noch richtig krass? Jetzt fällt mir natürlich nichts ein, so auf die Schnelle. Horrorfilme. Ich stehe auch extrem auf Horrorfilme, irgendwie Abschlachtungen, Blutvergießen, also generell Horrorfilme feiere ich auch extrem. Aber Lieblingsfilm an einem echt, kann ich schwer sagen. Sleepers, auch ein richtig starker Film. Ja, Goodfellas, gibt es einfach viel zu viele. Der Log fragt, deine absolute Lieblingsbox ever und dein Lieblingsrapper und Newcomer? Ja, die Box, auch hier wieder JB1. Lieblingsbox ever, Lieblingsrapper. Lieblingsrapper, ja, Kollega. Und Newcomer tue ich mir echt schwer. Da gibt es sehr viele, die jetzt in der letzten Zeit nachgekommen sind. Ich überlege gerade, wer so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie Tracks rausgehauen hat. Kann ich jetzt echt nicht sagen. Natürlich gibt es dann irgendwelche Rapper wie Mero oder Jamule oder so, aber muss ich ehrlich sagen, von denen, so krass sie sind, hat mir jetzt keiner so richtig umgehauen. Newcomer kann ich echt nicht sagen. Dann haben wir 6 Fragen von Lukas Hoffmann. Erste Frage: Wo kaufst du deine ganzen Boxen? Das variiert, also die meisten Boxen habe ich natürlich über Amazon gekauft, vorbestellt. Aber Boxen, die es zum Beispiel nicht mehr bei Amazon gab, die jetzt schon ausverkauft sind oder waren, habe ich dann gekauft, entweder über Street Shop, über Distributions, über Beatles oder dann teilweise auch über eBay oder Privatverkäufe. Welche Box gefiel dir in diesem Jahr besonders? Monument. Dritte Frage: Welche Box war die größte Enttäuschung? Captain Fantastic von den Fantastischen Vier. Welche Musik hörst du abgesehen von Rap und Hip-Hop? Habe ich zuvor schon beantwortet. Hörst du dir alle Alben an, die du unboxt? Jein. Also ja, ich höre in alle Alben rein, muss aber ehrlich sagen, dass ich mittlerweile, das ist das genannte Thema mit diesem Overkill am Freitag, dass ich nicht mal die Zeit habe, wirklich jeden Freitag alles durchzuhören. Geht einfach nicht. Deswegen höre ich dann viele Alben so durch und skippe dann auch ein paar Lieder, aber prinzipiell, ich höre in jedes Album rein, ja. Und ich habe einen sehr guten Überblick, was auf dem Album drauf war oder wer an Features ist und wie krass Lieder irgendwie auf Spotify oder auf YouTube irgendwie abgerissen haben. Und 6. Frage, dein Lieblingslabel natürlich auf Rap bezogen. Ja, auch hier wieder kann ich nicht sagen, sorry. Nächste Frage, auch wieder von Sammy. Tolle, schöne, spannende Ereignisse aus dem Jahr 2018. Ja, 2018 war ein sehr, sehr bewegtes Jahr. Wie gesagt, ich habe im Februar meine bisherige Arbeit hinter mir gelassen. Man muss aber sagen, ich bin nur dem Guten gegangen. Ich habe jetzt nicht irgendwie so Hals über Kopf gekündigt oder wurde gefeuert, das gar nicht. Man hat sich echt einvernehmlich da arrangiert. Und ich habe auch nach wie vor sowohl zu Vorgesetzten als auch zu Kollegen Kontakt und bin nach wie vor mit vielen auch eng irgendwie verbunden und unternehme regelmäßig mit ehemaligen Arbeitskollegen Sachen.
Das war natürlich ein großes Erlebnis für mich, dieser Umbruch nach 4,5 Jahren bei einer Firma dann von heute auf morgen oder dann zu gehen. Nicht von heute auf morgen, es hat sich ja lange angekündigt, dass ich gehen werde, aber das dann wirklich so durchzuziehen. Dann war auf jeden Fall krass, im November muss das gewesen sein, das eine Wochenende, wo ich von Universal eingeladen wurde nach Berlin, wo wir bei Universal diesen Workshop hatten, wo ja auch meine Kollegen, ich glaube, das Ganze habt ihr eh mitbekommen, auch dabei waren. Schöne Grüße an die beiden, Fatih und Max. Wie heißt, ach so, ja, um die Frage noch fertig zu beantworten. Ja, und ich habe natürlich auch noch meine aktuelle Freundin 2018 kennengelernt. Also das ist natürlich auch noch ein tolles und schönes Ereignis. Und ansonsten, ich glaube, das war es soweit. Aber wie gesagt, da ist echt unendlich viel passiert 2018, aber ich glaube, das meiste ist dann für euch jetzt nicht so relevant. Nächste Frage, beziehungsweise Fragen von Ein halbes Brot. Er schreibt, erstens, wie heißt deine feine Uhr? Okay, also mit feiner Uhr meinst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das gescheit sieht, diese hier. Das ist eine Citizen Echo Drive, die habe ich mir damals von meinem ersten Gehalt gekauft, als ich bei der Bank gearbeitet habe. Lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe damals um die 350 Euro für die bezahlt. Keine Ahnung, was die jetzt kostet, vielleicht mehr, vielleicht weniger, ich weiß es nicht, aber ich kann die dir gerne mal verlinken, falls dich die interessiert. Zweiter Track, Collabo-Unboxing mit Adlerson. Zweite Frage. Zweiter Track sage ich schon. Zweite Frage. Collabo-Unboxing mit Adlerson. Nein, glaube ich nicht. Also erstens mal, weil es einfach räumlich sehr weit auseinander ist. Er wohnt ja in Dresden, ich wohne in Wien, Deutschland, Österreich. Und ich glaube, das würde auch nicht so viel Sinn machen, weil ja, wir machen prinzipiell dasselbe oder das ähnlich, aber wir haben dann doch irgendwie andere Vorgehensweisen oder anderen Zugang zu dem ganzen Thema. Und ich glaube jetzt nicht, dass das großartig Sinn machen würde. Also, ich glaube auch nicht, dass das in seinem Interesse wäre. Also, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass das nicht in Zukunft geplant ist. Oder, also, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Dritte Frage: Welchen Beruf übst du aus? Ja, auch das habe ich schon beantwortet. Und vierte Frage: Meinung zu Boss Aura. Da ist jetzt natürlich die Frage, meinst du Boss Aura Vergangenes, also Boss Aura von Kollegen, oder in Bezug auf ein mögliches Boss Aura 2 mit Kollegen und SpongeBoss bzw. San Diego? Zu beidem sehr positiv. Also Kollegen Boss Aura, natürlich war der Stil etwas befremdlich am Anfang und ich war auch jetzt nicht der Riesenfan. Allerdings muss man sich eingestehen, es sind einfach Tracks, wie zum Beispiel, wenn man es hernimmt, Flex, Lutz und Rock'n'Roll zum Beispiel, die immer noch gut abgehen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal gehört auf dem King-Konzert, damals im Gasometer, wurde das Lied auch nochmal gespielt und alle sind durchgedreht. Und ich glaube auch im Nachhinein, jetzt wo Autotune und das Ganze im Vormarsch ist, haben die Leute das Ganze auch etwas anders eingeordnet. Und was Boss Aura 2 betreffen würde, ja, absolut. Also ich glaube, das wäre absolutes Endlevel dieses Album. Vor allem, wenn wirklich Kollega und San Diego auf einem gemeinsamen Level dann wirklich mal Double Times oder irgendwelche Speed Tracks klingt so komisch, aber Double Time Passagen irgendwie raushauen. Ich glaube, da würde uns echt Hören und Sehen vergehen. Also die beiden gehören in diesem Bereich auf jeden Fall zu den krassesten, die es in Deutschland gibt. Und deswegen wäre das auf jeden Fall eine übertriebene Kombination. PS, mach weiter so. Danke, ein halbes Brot. Das werde ich machen. Dann Nico TV. Welche Alben feierst du dieses Jahr am meisten? Nenne drei Deutschrap-Alben. Oh, da sind wir wieder bei diesem geliebten Thema von mir. Monument, auf jeden Fall. Vielleicht noch Fast Life von AZ. Und was kam denn noch dieses Jahr raus? Drei Alben. SamTV Unplugged von Samy Deluxe. Dann haben wir ein
Frage von DR. Kannst du bei deinem nächsten Unboxing sagen, wie du die Interpreten findest? Wurde ich auch schon mehrmals gefragt. Nein, sorry, das mache ich nicht. Liegt daran, dass ich einfach versuche, wenn möglich, meine Unboxings möglichst objektiv zu gestalten und ich jetzt auch nicht so krass hate, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rapper unsympathisch finde. Dafür finde ich dann eben solche Formate cool, wie zum Beispiel dieses Q&A oder generell irgendwelche anderen Videos, die in Zukunft kommen werden. Da kann ich euch dann gerne noch sagen, was halte ich von Rapper XY oder wie empfinde ich Album sowieso. Aber rein bei den Unboxings geht mir jetzt wirklich objektiv, neutral, was ist da drin, dass ich euch einfach erkläre, was ist der Inhalt und die Details dazu, was muss man dazu wissen und ohne jetzt irgendwie großartig meine persönliche Meinung damit einzubringen. Also das hat meiner Meinung nach in meinen Unboxings nichts verloren und ich werde es auch nach wie vor so beibehalten. Dann haben wir eine Frage von Peter Wagner. Hey, ich habe mehrere Fragen an dich. Ich hoffe, das ist okay. Erstens, was denkst du, wie lange wird es noch Rapbox bzw. physische Medien geben? Und wie ist generell deine Einstellung gegenüber Streaming und Co.? Okay, sehr umfangreiche Fragen, alle drei. Wir starten jetzt direkt mal mit dieser ersten Frage, die ich jetzt vorgelesen habe. Also, wie lange wird es noch Rapboxen geben? Ich glaube, generell Rapboxen haben jetzt kein absehbares Ablaufdatum. Was ich allerdings schon glaube, was sein könnte, das haben ja auch schon mal einige gesagt, ich glaube Flair und Roos und ein paar andere haben das schon mal thematisiert, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass früher oder später Boxen gibt, die vielleicht ohne Musik auskommen. Bedeutet, dass es Rapper geben wird, die sagen, ja, mein Album ist auf Spotify, Apple Music, wo auch immer erhältlich, zieht es euch dort digital rein, streamt das. Und es gibt eine Box, aber in dieser Box ist keine CD mehr drinnen, sondern in dieser Box ist dann, was auch immer, Autogrammkarte, T-Shirt, Poster, so wie man es halt kennt. Ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, dass jetzt Anfang dieses Jahres diese Wertdeckelung der Boxen entfernt wurde. Früher war es ja so, man durfte die Beilegungen in der Box nur äquivalent gestalten zum Musikinhalt. Deswegen haben auch dann so viele Rapper Instrumentals, Bonus EP, DVD reingepackt, um den Wert zu steigern, damit sie mehr Bonussachen reinpacken können. Das ist jetzt vorbei. Bedeutet, man kann jetzt unabhängig vom Musikwert auch unbegrenzt normal Sachen reinpacken. Allerdings, auch wenn man die Box dann zum Beispiel für 120 Euro macht, verkauft, werden trotzdem, soweit ich weiß, nur 40 Euro gewertet. Also so ist das dann gedeckelt. Also du kannst auch eine Box machen, wie jetzt, keine Ahnung, Flair mit der College-Jacke oder irgendwelche Sachen, aber. Wobei ich glaube, die kostet gar nicht so viel. Ich glaube, die kostet nur 40, 50 Euro. Aber egal jetzt, auch wenn es umfangreichere Boxen für 120 oder so vertickst, werden trotzdem nur 40 Euro chartrelevant berücksichtigt. Also wie gesagt, ich sehe das Ende der Boxen gar nicht. Maximal eine Veränderung bei den Boxen, aber so gar kein Ende in Sicht. Zweite Frage. Nutzt du die Dinge, die in den Boxen sind? Achso, nein, Moment, sorry. Es geht ja noch weiter mit physische Medien. Wie ist generell deine Einstellung gegenüber Streaming und Co.? Ja, das habe ich versucht in dem vorigen Bereich bezüglich Spotify schon ein bisschen zu klären. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von physischen Sachen. Also ich liebe es, die CD im Regal zu haben. Ich liebe es genauso, die Vinyl im Regal zu haben. Und ich könnte Roos echt ohrfeigen dafür, dass er dann in irgendwelchen Interviews sitzt und sagt, hört auf mit CD und macht keine CD mehr rein, macht einen Stick oder so einen Schwachsinn. Also nein, wenn es Boxen gibt, ich bin echt derjenige, der bis zum letzten Tag CDs auch kaufen wird, physisch, weil ich gerne was ins Regal stelle und das auch mir anschaue und Booklet und so, das Altes wirklich, das hat was für mich und ich kein Fan davon bin, irgendwie 20 USB-Sticks bei mir im Regal liegen zu haben, das ist in meinen Augen Müll. Deswegen physisch in meinen Augen immer Relevanz. Ich hoffe, dass es auch andere noch so sehen, dass es nicht irgendwann alles eingestampft wird. Ihr habt ja mitbekommen, es gibt echt mittlerweile schon viele Rapper, die eine CD nur noch in die Box packen, aber die CD regulär gibt es nicht mehr. Also das heißt, das Album physisch wird gar nicht mehr verkauft, sondern wird nur noch in der Box beigelegt, aber eine reguläre Auflage, zum Beispiel Saturn Media Markt oder so, gibt es gar nicht mehr zu kaufen. So, und dann hat er noch die Frage zweitens, nutzt du die Dinge, die in den Boxen sind oder siehst du diese eher als Collectibles an? Ja und ja, also es kommt drauf an. Ich habe sehr viele Sachen aus Box in Verwendung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zum Beispiel Palmers Plastik 2, der Kulturbeutel, mit dem bin ich regelmäßig auf Reisen. Oder aber Sporttaschen, ob es jetzt die Shadow-Tasche ist, die Desperados 2-Tasche oder auch die Contra-K-Tasche, die haben mir alle sehr, sehr
viel schon geholfen und viele Dienste erwiesen, egal ob ich zum Sport gehe oder irgendwo übers Wochenende irgendwo hingehe oder Sachen von A nach B transportiere, immer und überall dabei. Dann habe ich hin und wieder, sehr selten, aber ab und zu trage ich auch T-Shirts bzw. Boxinhalte. Also ich habe auch zum Beispiel mal beim Skifahren eine Maske, so eine Sturmhaube drunter getragen. Oder ich habe auch zum Beispiel schon mal, was gab es noch? Kappenträger bin jetzt, also Sonnenbrillen, genau, Sonnenbrillen, das war's. Sonnenbrillen gab es auch regelmäßig schon, da habe ich auch schon im Sommer zig Sonnenbrillen getragen, also ich verwende die auch durchaus, wenn es entsprechend ist. Was sind deine zukünftigen Pläne, die du auf YouTube verwirklichen möchtest? Ja, gute Frage, also auf jeden Fall möchte ich Unboxing 2019 jetzt nochmal richtig hochskalieren, bedeutet der Kanal soll mal richtig wachsen und auch andere Genres werden von mir in Angriff genommen. Und was ich mir wirklich vorgenommen habe, es gibt viele Projekte, die ich nebenbei auch noch auf YouTube laufen habe, wo ich aber selbst als Person gar nicht in Erscheinung trete. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich unter anderem eben Online-Marketing mache, beruflich. Bedeutet, dass ich zum Beispiel anderen Menschen, Selbstständigen oder Klein- und Mittelunternehmen irgendwie helfe, auf YouTube oder auf Google gefunden zu werden. Also ich mache auch so Sachen wie Suchmaschinenoptimierung, Webseitengestaltung und so weiter. Bedeutet, das sind einfach viele Sachen abseits jetzt von YouTube und Unboxings, die ihr so gar nicht mitbekommt, wo ich irgendwie so im Hintergrund tätig bin. Und was ich mir allerdings hier vorgenommen habe, ist, dass ich entweder auf diesem, aber vielleicht auch einen neuen Kanal mache, auf dem ich ein bisschen mehr persönlich mit euch in Kontakt trete. Also, wo ich vielleicht auch mal einen Livestream machen werde oder mit euch mehr quatschen werde, um euch einfach ein bisschen mehr zu zeigen und euch auch ein bisschen besser kennenzulernen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und natürlich auch Unboxings, also Unbox Kings, den Kanal mehr zu erweitern und viele neue Formate zu schaffen. Dann haben wir eine Frage von Lustige Videos TV. Wie viele Rapboxen inklusive Bundles hast du und wie viele CDs hast du? Und wie sieht es mit Adlerson oder Fatih aus? In Zukunft gemeinsames Projekt geplant. Okay. Was die Box und Bundles betrifft, das habe ich ja schon gesagt. Vinyls fragst du nicht, okay, wie viele CDs hast du? Ich werde an dieser Stelle mal ganz kurz ein Foto einblenden meines CD-Regals. Ich hoffe, wenn ich das jetzt im Nachhinein bearbeite, dass ihr das sehen könnt. Und da könnt ihr euch dann einen Eindruck davon verschaffen, was ich so für CDs habe, wie viele. Wie sieht es mit Adlerson oder Fatih aus dem zukunftsgemeinsamen Projekt geplant? Nein, also ich habe Stand heute nichts geplant mit den beiden. Das Einzige, was ich angeboten habe, und zwar weil ich damals in Berlin mit Max, also mit Adlerson, mich recht gut verstanden habe. Natürlich auch mit Fatih, aber mit Adlerson dann in dem Bereich, dass er gemeint hat, dass er auch schon mal in Wien war, mehrfach. Ich war auch schon in Dresden, so auf ja, Urlaub und Sightseeing. Und wir eben gemeint haben, falls ich mal nach Dresden komme, dass ich mich bei ihm melde, beziehungsweise was wahrscheinlicher sein wird, dass wenn er mal nach Wien kommt, dass er sich bei mir meldet und ich ihm mal die Stadt zeige oder ihm einfach mal, ich sag mal, Wien aus der Sicht eines Einheimischen zeigen kann und nicht so dieses 0815-Touri-Programm. Ja, nächste Frage von Harun B. Kannst du vielleicht eine Top-10-Liste machen von deinen Lieblingsalben des Jahres oder eines mit den besten Boxen, die deiner Meinung nach den besten Inhalt hatten? Jawohl, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Falls nicht, dann schau es dir gerne an. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich die Top 10 Boxen 2018 vorgestellt habe und ich hoffe, dass dies deine Frage entsprechend beantwortet. Nächste Frage von DR. Welche Boxen von früher fehlen dir noch? Da gibt es noch ein paar, ich glaube, alles zusammen. Ich sage jetzt mal, ungefähr 30 Boxen circa sind es noch. Ich habe auch noch einige, die ich noch gar nicht unboxed habe, die noch bei mir zu Hause rumliegen, die ich euch noch vorstellen werde in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich glaube, insgesamt sind noch um die 30 Boxen, die mir fehlen. Dann habe ich echt jede einzelne Box, die es je im deutschen Rap gab. Also um die 30 sind's. Und ja, die werde ich schauen, dass ich dieses Jahr noch besorge, nachträglich. Dann haben wir eine Frage von Holy Hindi. Was für Berufe hattest du schon und was ist dein Traumjob? Ja, Berufe hatte ich in dem Fall schon viele. Ist die Frage, ob jetzt auch für Realpraktika dazu zählen. Die lasse ich jetzt mal außen vor.
Aber Berufe hatte ich, wie gesagt, direkt nach der Matura, also nach meinem Abi, bin ich zur Bank, war dort als Bankberater tätig. Dann war ich bei der Firma Bosch, habe dort eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht, war dort auch zuständig, also war dort tätig als Leitung sage ich schon, Schwachsinn, als Assistenz der Personalleitung, also im Human Resource Bereich, Assistenz der Personalleitung und dann später auch Vorstandsassistenz bei Bosch Österreich. Und jetzt eben seit Februar selbstständig. Und was hattest du schon, was ist dein Traumjob? Ja, mein Traumjob ist echt so unglaublich, wie das vielleicht klingen mag, das, was ich jetzt mache, also echt selbstständiger Unternehmer. Natürlich erwarte ich mir noch mehr und es gibt noch viele Sachen, die ich in Angriff nehmen möchte und viele Projekte, die ich starten möchte, aber so vom Prinzip her ist auf jeden Fall selbstständiger Unternehmer mein absoluter Traumberuf. Mario Walser, welche Zugabe in einer Box fandest du am besten und was würdest du mir als Zugabe wünschen? Also irgendwas Spezielles. Ja, generell bin ich immer Fan davon, wenn die Zugaben für mich auch irgendeinen Mehrwert haben. Wie gesagt, der Kulturbeutel von 187 oder also von Palmers Plastik 2 oder aber auch irgendwelche Sporttaschen, die ich verwenden kann. Da freue ich mich immer riesig, wenn die irgendwie im Alltag von mir verwendet werden. Und was würde ich selber reingeben? Ja, wie gesagt, es muss authentisch sein, es muss zu der Person passen. Danke für deine Videos, mach weiter so. Ja, danke dir, danke für deinen Support. Werde ich auf jeden Fall machen. KMN Support, kennst du das Spiel Red Dead Redemption 2? Wenn ja, wie findest du es? Ja, kenne ich natürlich das Spiel. Den ersten Teil habe ich damals noch recht intensiv gespielt. Zweiten Teil, muss ich eingestehen, habe ich nicht eine einzige Sekunde gespielt. Genauso wenig wie Fortnite. Ich habe auch noch keine Sekunde Fortnite in meinem Leben gespielt. Ich war früher so, ich sag mal von ja, 14 bis 16, richtig krasser Zocker, also schon richtig ungesund. Habe einen sehr großen Anteil meiner Freizeit mit Videospielen verbracht. Hatte damals eine Xbox 360 und natürlich auch eine Xbox One. Und habe damals wie verrückt auf Gamerscore gespielt. Also auf Erfolge, auf Trophies, also auf der PS4 oder generell PlayStation. Und ich habe, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube damals, ich meine, heutzutage ist das wahrscheinlich nicht mehr so viel wert oder heutzutage ist das nicht mehr so krass, aber damals in der Zeit, wo ich gespielt habe, hatte ich glaube ich 130.000 Gamerscore. Falls es euch wirklich interessiert, kann ich euch gerne auch mal meinen Gamertag von der Xbox verlinken. Aber wie gesagt, ich habe seit Jahren die Xbox nicht mehr in Betrieb gehabt. Aber generell finde ich Zocken hin und wieder ganz lustig, aber aktuell oder die letzten Jahre ist mir einfach meine Zeit zu schade und ich verbringe meine Zeit lieber produktiver. Okay, nächste Frage von Yellow Umbrella. Zu Beginn, du bist einer der besten Unboxing-Kanäle, super sympathisch, mach bitte weiter so. Dankeschön, das freut mich echt zu hören, vielen Dank. Zu den Fragen, wie viel Zeit nimmt YouTube in Anspruch, zum Beispiel in der Woche? Okay. Man kann sicher in der Woche locker von 20 Stunden oder 10 bis 20 Stunden reden. Also wenn wir jetzt pro Woche, sagen wir jetzt mal pro Tag ein Unboxing, sind eine Stunde allein nur für das Unboxing 1 bis 2 Stunden und dann auch die ganze Community-Pflege. Ich weiß nicht, ob ihr das selber merkt oder seht, aber ich beantworte wirklich jedes Kommentar. Also das ist kein Witz, ich beantworte jedes einzelne Kommentar auf meinem Kanal. Aktuell geht das noch. Ich weiß nicht, wie lange das noch funktionieren wird, aber aktuell ist es noch so. Also Minimum 20 Stunden die Woche. Wie wichtig sind dir Social Medias? Also mir persönlich, ich muss sagen, ich gebe jetzt wenig auf Instagram-Follower oder Facebook-Likes oder YouTube-Abos, aber muss halt einfach sagen, gerade auch für mich, der sich jetzt irgendwie in diesem Online-Marketing-Bereich hauptberuflich bewegt und auch natürlich einen eigenen YouTube-Channel unterhält, ist natürlich zwangsweise wichtig. Und dementsprechend, ja, ist es natürlich immer ein Thema bei mir, aber ich räume dem jetzt nicht eine riesen Bewertung, einen riesen Wert bei. Also, ob ich jetzt, was auch immer, 500 Instagram-Likes habe oder 20.000 Follower, da ändert sich für mich nicht viel. Also, das ist alles virtuell und mein Leben spielt sich dann doch eher in der realen Welt ab und die Leute, die ich in real treffe oder in der wirklichen Welt dann irgendwie sehe oder mich mit denen austausche, bedeutet mir mehr. Was ich aber trotzdem richtig krass finde, das weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, so als Mensch, der vielleicht keinen YouTube-Kanal hat, aber es ist echt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig sowas ist, also speziell mir,
der Austausch mit der Community. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video hochlade und einfach keine Kommentare kommen. Da ist mir noch lieber, wenn Leute irgendwie schreiben, das Video ist scheiße oder das und das ist schlecht oder wieso hast du das und das gemacht oder so und so hätte ich es gemacht. Ich liebe es echt, Feedback zu bekommen. Also egal ob positiv oder negativ, aber irgendwelche Rückmeldungen und solche Sachen wie zum Beispiel jetzt von dir, dass du hier schreibst, du bist einer der besten Unboxing-Kanäle, super sympathisch, mach bitte weiter so. Das gibt einem echt extrem viel Kraft und es wertet den Tag einfach auf. Also auch wenn man immer sagt, man soll sich von sowas jetzt nicht so beeinflussen lassen, klar, hat das einen Einfluss. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es hätte jetzt nicht direkten Einfluss auf meine Stimmung. Es gibt mir natürlich sehr viel Kraft und Motivation, in Zukunft weiterhin YouTube zu machen. Besu fragt, wann kommt das Video? Ja, bin gerade dabei. Legende der Legende. Was ist deiner Meinung nach die beste Deluxe-Box, die du ausgepackt hast? Ja, ich kann mich nur wiederholen. Paul Cedric, was ist dein Lieblingsgetränk? Apfelsaft gespritzt mit Mineralwasser und Wiener Leitungswasser. Das wären so meine zwei Favoriten. KMN Support, was ist dein Lieblingsort in Wien? Definitiv der erste Bezirk. Also erster Bezirk, ich sag mal so die Gegend, die Altstadt, Graben, Schwedenplatz, Stephansplatz, Herrengasse, das sind so Kärntnerstraße, das sind echt so meine bevorzugten Orte in Wien. KMN Support, du sahst bei der Q&A Ansage sehr gechillt aus. Bist du immer so? Ja, ich oftmals bin ich so gechillt. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich hin und wieder auch dann irgendwie dazu neige, irgendwie ein bisschen so hyperaktiv zu sein. Also, dass ich irgendwie mit meinem Tempo oder meinem Drang irgendwas zu machen, manchmal auch die Leute in meinem Umfeld überfordere und dann irgendwie auch so herumzappel oder vielleicht irgendwie unruhig bin, aber ja, ich kann natürlich auch chillig sein oder sehr gechillt aussehen zumindest. Düsseldorf Dortmund DDL schreibt, kann man irgendwo sehen, wenn ein Sänger ein Album rausbringt, welche Box findest du am besten? Ja, das kann man durchaus sehen. Wenn du zum Beispiel auf meine Facebook-Seite gehst, auf Unbox Kings, dann habe ich den ersten Post, den habe ich immer gepinnt. Da habe ich immer komplett in der Übersicht alle kommenden Releases, also wirklich nach Datum aufgelistet, mit den Links dazu, den Interpreten, das Album, alles aufgelistet nach Datum. Hoffe, das hilft dir weiter. Welche Box findest du am besten? Ja, auch hier wieder, ich kann mich nur wiederholen. JBG1. Okan Kirsolak fragt, welche Marke magst du am meisten? Nike, Adidas etc. Boah, auf eine Marke kann ich mich echt nicht beschränken. Es gibt viele Marken, die ich feiere. Und da muss man auch wieder sagen, ich bin so ein Typ, ich mag Marken zu bestimmten Themen. Also es gibt zum Beispiel, damals als ich noch bei der Bank oder bei der Firma Bosch war, war zum Beispiel immer Pflicht, jeden Tag im Hemd. Und ich liebe es auch, im Hemd oder im Anzug unterwegs zu sein. Ich stehe voll drauf, sich so richtig mal rauszuputzen und sich gut anzuziehen. Und ich finde es auch gut, wenn Leute sich gut anziehen können, da lege ich richtig Wert drauf. Auch wenn ich jetzt hier bei euch immer irgendwie im Hoodie oder im Pullover die Videos mache, aber generell bin ich auch oft im Hemd zu sehen. Man muss dazu sagen, bei Hemden bin ich zum Beispiel richtig auf Olymp. Also da liebe ich die Marke Olymp und es gibt keine Marke, die ich bei Hemden so sehr schätze. Oder ich glaube, ich habe um die 50 Hemden und davon sind, glaube ich, 48 von Olymp, also top. Was die Sachen rund um Hemden oder andere Kleidungsstücke betrifft. Also ich liebe Schuhe von Adidas, aber auch von Nike, wobei ich, wenn ich es jetzt wirklich werten müsste, Adidas noch krasser finde als Nike. Marken, die ich sonst sehr feier, sind unter anderem zum Beispiel Phantom aus Österreich. Gerade so im Bereich Fitness oder Kampfsport finde ich die sehr, sehr stark. Dann mag ich Marken wie Stone Island sehr, sehr. Unfair Athletics habe ich eine Menge, Illez, Tommy Hilfiger, das sind so meine bevorzugten Marken. Lacoste habe ich auch noch eine Menge, ist aber ein bisschen irgendwie nicht mehr ganz so stark in meiner Wertung und Alpha. Ja. Gut, nächste Frage von FVFYFSVD. Wie
Wie findest du 6ix9ine? Ja, ich glaube, der sitzt jetzt nach wie vor irgendwie im Gefängnis. Der hat auf jeden Fall den Todeshype gehabt, also dass jemand so krass senkrecht gegangen ist wie der, hat man, glaube ich, echt noch selten gesehen. Aber der hat halt auch jetzt echt in dem einen Jahr mehr oder weniger die ganze Karriere durchlebt. Vom Start bis zum Höhepunkt, bis jetzt wahrscheinlich zum Tiefpunkt. Ist hart. Also, ich muss sagen, seine Stimme und sein ganzer Hype oder so gefällt mir nicht. Aber er hat es natürlich perfekt geschafft, sich in Szene zu setzen und irgendwie für Aufruhr zu sorgen. Gerade auch mit dieser ganzen Gang-Thematik und so. Aber nicht mein Fall. KMN Support fragt: Hast du ältere Geschwister? Nein, ich bin ein Einzelkind. Andrei nur Sinski fragt: Lieblingsalbum? Ja, ist jetzt eben auch die Frage. 2018 Monument. Generell sind es zu viele, aber ja, kann ich echt auf eins nicht runterbrechen. Das schaffe ich nicht. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wo haben wir sie? Sie ist hier wieder ein bisschen hochgerutscht. Von Sammy: Hast du eine Freundin? Ja, habe ich vorhin schon erwähnt, auch wenn sie jetzt die letzten Wochen schwer krank war. Sie hat es überlebt, es gibt sie nach wie vor. Und um deine Frage zu beantworten, habe ich. Versace fragt: Lieblingsbox dieses Jahr? Kollege, Monument. Naiko schreibt: Habe keine Fragen. Gut, dann nicht. Und spannenderweise schreibt er dann eine Zeile darunter: Album Releases der Woche? Fragezeichen. Okay, ich gehe mal davon aus, du beziehst dich auf dieses Format von mir, wo ich diese Releases der Woche mache. Ja, wird es wieder geben. Es war jetzt einfach Anfang Jänner bzw. Ende Dezember ruhig, aber am 11.01. kommen ja die nächsten Boxen bzw. die neuesten Releases raus. Und dementsprechend wird es dann am Sonntag, sprich übermorgen, auch wieder wie gewohnt dieses Format geben. Jawohl, wird 2019 weitergeführt. Und Versace fragt dann noch: Favorite Album? Ja, wie gesagt, habe ich auch schon beantwortet. In diesem Jahr Monument. Generell gibt es da sehr viele, die ich bevorzuge, aber könnte ich leider echt nicht an einem Album irgendwie festmachen. Gut, das war's soweit. Wir sind durch. Ich danke jedem und jeder Einzelnen, die sich irgendwie die Zeit genommen hat und mir Fragen gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Ich überlege mir, ob ich vielleicht das nächste Q&A dann mal irgendwie per Livestream oder irgendwie in irgendeiner Streaming-Variante anbiete und werde das Ganze jetzt noch irgendwie bearbeiten. Wird sicher noch eine Zeit lang dauern und das Ganze kommt dann voraussichtlich heute Abend online, wie versprochen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Jahresstart. Danke an jeden, der supportet, der meine Videos schaut und macht dieses Jahr zu eurem Jahr. Haut rein, lasst euch nichts erzählen von irgendwelchen Leuten, die euch bremsen oder Sachen ausreden wollt, die euch Sachen oder die euch bremsen oder ausreden wollen. Und in diesem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.